in diesem Training alles geben und alles zeigen, was ich kann. Und wer weiß, vielleicht wird mir dann ein 200.000-Euro-Vertrag angeboten. Peace Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video hier auf eurem Fußballschuhkanal Nummer 1 und wie immer zu einem neuen Reaction-Video. Ihr habt euch ja die letzten Videos ja mal ein bisschen unten in den Kommentaren austoben dürfen, was wir denn als nächstes anschauen wollen. Und da haben wir jetzt ein sehr, sehr spannendes Video und zwar, ich schau mal direkt, wie der Kanal heißt. Das ist natürlich alles unten verlinkt, wenn wir das Video hier schon verwenden und zwar Chloe, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, ist natürlich unten verlinkt. Er hat ein sehr, sehr spannendes Videothema. Ich habe es mir jetzt noch nicht angeguckt, sondern nur auf den Titel geguckt und ihr habt es eingeschickt. Deswegen kann es ja eigentlich hoffentlich nur cool sein. Und zwar geht es darum, er hat sich wohl einen Profivertrag in Saudi-Arabien gesichert oder versucht zu sichern. 220.000 Euro in der vierten Liga. Bin ich mal gespannt. Ist ein Selbstexperiment, ob das Ganze funktioniert und wie er das macht, würde ich sagen. Schauen wir uns mal an, weil eigentlich an sich richtig cooles Thema, weil ich glaube, da gab es sogar mal einen Aufruf, dass man sich da bewerben konnte, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, wo auch einfach Bezirksligaspieler oder Landesligaspieler aus Deutschland da in der vierten Liga für 220.000 Euro, 200.000 Euro spielen können. Und der Mann hat das wohl scheinbar ausprobiert, deswegen, ich würde sagen, ich öffne mal hier das Video und wir schauen da mal gemeinsam rein. Also wenn das funktioniert hat, das wäre auf jeden Fall ein Money Glitch. 20.000 Euro pro Jahr soll man in Saudi-Arabiens vierter Liga verdienen. Eine Liga, wo jeder Hobbyfußballer mithalten kann. Und deswegen dachte ich, jeder Hobbyfußballer, ich glaube, ich könnte nicht mithalten. So ehrlich muss ich sein. Bewerbe mich mal, vielleicht bekomme ich ja ein Angebot. Und das kam tatsächlich. Vor 3 Monaten habe ich mich also über den saudi-arabischen Fußball genauer informiert. Es gab viele Zeitungen. Wie hat er sich informiert? Saudi-Arabia, Football Money. Formiert. Es gab viele Zeitungen, die von diesen hohen Löhnen berichteten und einige schrieben sogar, man bekomme noch ein Haus und ein Auto. Und wir sprechen nach wie vor von der vierten Liga Saudi-Arabiens, der Third Division oder der zweitschlechtesten des Landes. Das war also meine Chance, Profifußballer zu werden. Das erste, was ich gemacht habe, war ein Bewerbungsvideo aufzunehmen, das ich dann allen Clubs zuschicken wollte und das kam dabei heraus. So yeah, that's me. I'm Jan. I'm 190 tall, 87 kilos, imperfect. Das Video ging natürlich noch ein bisschen länger, ich zeige euch dann aber das volle Bewerbungsvideo, bei welchem es dann auch tatsächlich geklappt hat. Denn bei diesem hier gab es ein paar Hindernisse. Und zwar wollte ich es ja den Third Division Clubs zuschicken. Allerdings sind diese Clubs so klein, die haben weder eine Webseite, geschweige denn Instagram. Und es gab somit überhaupt keine Möglichkeit, diese Clubs... Ja, das stelle ich mir echt schwierig vor, allein den Kontakt so schon aufzunehmen und dann haben die nicht mal Instagram oder eine Webseite. Irgendwie zu kontaktieren, also versuchte ich mein Glück einfach eine Liga höher bei Second Division Clubs, denn diese fand ich tatsächlich auf Instagram und mit so durchschnittlich 400 Follower war die Chance eigentlich relativ hoch, dass mir irgendjemand antwortet und ich dachte mir, wenn der Lohn in der Third Division schon 200.000 Euro ist, dann wie hoch wird der wohl sein? Alter, 220.000 in der vierten Liga und er probiert es jetzt in der zweiten. Wenn das funktioniert, Alter. Sein bei der Second Division. Die paar wenigen, die ich kontaktiert gehabt hatte, hatten mir nicht zurückgeschrieben. Aber ich habe ja noch viel mehr Teams, die ich noch kontaktieren kann. Das mache ich allerdings mit einem neuen Video, denn das alte gefällt mir nicht mehr. Das kann ich fußballerisch, aber auch videomäßig besser hinkriegen. Also ja, vor allem, wenn es auf Hartplatz ist oder auf Straße, besser gesagt. Ich glaube, das kommt schon besser auf den Platz, was er wahrscheinlich jetzt auch noch macht. Ging es wieder auf den Fußballplatz und dieses Mal wollte ich von Anfang an direkt groß aufspielen und hatte diese Szene. Wenn ich aber Scout wäre und sehe, dass jemand mit kurzen Socken Fußball spielt, da wäre für mich schon Schluss. Also abgesehen von seinem fußballerischen Niveau, ich glaube, so wie er aussieht, ist er da sehr, sehr stark. Aber kurze Socken in Schuhen ist für mich eine Todsünde.
Gegner dann auch relativ schnell im Kasten. Doch ich wollte die Tricks mit einem Volley-Tor kombinieren. Doch ich habe mich gnadenlos überschätzt. Ich habe jeden Ball komplett verhauen. Nicht annähernd die Kamera getroffen, denn das wäre eigentlich das Ziel gewesen, denn dies hätte eine brutale Aufnahme gegeben. Aber ich habe nicht mal das Tor getroffen. Und dann dachte ich halt, mache ich den einfach normal rein, nicht als Volley. Das wird schon klappen in so 10-15 Versuchen. Ach du Scheiße, okay. Keine Ahnung, ob der Profisport was ist für mich. Meine Leiste hat komplett zugemacht. Mein linker Fuß schmerzt. Seitenstechen. Und ich habe noch nicht mal getroffen. So, noch ein verdammter letzter. Das wäre jetzt so ein klassischer YouTube-Moment. Letzter Schuss und dann klappt's. Aber natürlich nicht gestellt. Der Versuch. Ja. Wieder nicht. Das sah viel besser aus in echt wie auf der Kamera. Ich muss die treffen, sonst wird's nichts. An diesem Punkt war ich kurz vor dem Aufgeben. Nach jedem Schuss schmerzte meine Leiste so stark, dass ich eigentlich hätte aufhören müssen. Ich wollte mir aber einfach nicht eingestehen, dass ich wirklich so schlecht wurde. Und gleichzeitig wollte ich einfach diese verdammte Pisseraufnahme hinkriegen. Der Typ ist cool, Alter. Ich kann kaum mehr schießen. Und es hat einfach immer noch nicht geklappt. Ja, diese Aufnahme, die wurde nichts und das brachte mich wieder auf den Boden der Realität zurück, dass ich womöglich nie Fußballprofi werden kann, aufgrund von meinem sehr verletzungsanfälligen Körper, aber auch wegen meinem Niveau, auch wenn es nur um die vierte Liga in Saudi-Arabien geht. Aber ja, ich wollte trotzdem das Video dann noch den restlichen Second Division Clubs zuschicken und dieses kam dann halt so raus. Jetzt bin ich gespannt, was er macht. Wenn das mit diesem Video klappt, wenn das mit diesem Video klappt. Would be cool to hear back from you. Thank you very much. Ich habe eine Nachricht bekommen. Oh, unfortunately. Unfortunately, the auditions have been closed. We look forward to seeing you next season. Das stimmt mich sehr positiv, dass es tatsächlich Auditions, also Probetrainings gibt für diese Clubs. Und ich bin mich ja für eine Liga zu hoch momentan am Bewerben, da ich ja die Kontaktdaten der tieferen Liga einfach nicht gefunden habe. Jetzt bin ich mal gespannt, was daraus wird. Ein weiterer Club hat sich leider nicht mehr gemeldet. Deswegen suchte ich wieder nach einer Möglichkeit, Third Divisions Clubs zu kontaktieren, die auch. Ich dachte gerade, es ist jetzt fertig und er sagt, ja, es hat sich jemand gemeldet, aber keine positive Nachricht. Seinen halben Invaliden wie mich unter Vertrag nehmen würden. Und dann fand ich Sohail. What's going on, guys? We're back. Sohail Wararam ist ein österreichisch-iranischer Fußballspieler, der sein Glück in Dubai versucht hatte. Er spielte bei Gulf United, einem Club, der vom Trainer von Manchester United 2019 gegründet wurde. Und letzte Saison stiegen sie von der Second Division in die First Division der Vereinigten Arabischen Emiraten auf. Doch dann wurde ihm Folgendes mitgeteilt. I know you've worked incredibly, incredibly hard. It's been a long and hard working journey. Und auf diesen harten Rückschlag hat er folgendermaßen reagiert. Day one of building a pro football club. Today is just us, but in 365 days we're gonna do it this video and have a whole team around us. Das ist nicht nur sehr interessant zu verfolgen, sondern hier sah ich auch meine Chance, weswegen ich ihn auch kontaktiert habe, in der Hoffnung, dass ich eventuell mir einen Spot in seinem neuen Team ergattern könnte und andererseits auch wegen seinen Connections. So I talked with some of my contacts in Saudi Arabia and they said those headlines you're seeing $3,000 to $4,000 a week contract, which is $200,000 a year. It is valid. Sohail hat nicht nur Kontakte, die bis in die Third Division von Saudi-Arabien reichten, sondern er konnte auch bestätigen, dass die Zeitungsartikel wirklich gestimmt hatten. Es gab da aber leider noch einen kleinen Haken. So again, in the Third Division, yes, it's valid. You do have those crazy contracts being offered, but it's only for a select few individuals, which means you are now competing with hundreds of thousands of amateurs and professionals across the world
who want those contracts. Die Chance, so einen Vertrag zu bekommen, ist also relativ klein. Das war mir aber völlig egal, denn schlussendlich entscheidet sich dies auf dem Platz und nicht in der Theorie. Übrigens, Sohail hatte mir nie geantwortet, weswegen ich dann wieder vor dem ursprünglichen Problem stand, wie kontaktiere ich die Third Division Clubs? Und jetzt gab es nur noch eine einzige Lösung. Suche jetzt einfach die Trainingsplätze der Third Division Clubs und einige habe ich bereits gefunden und dann könnte ich theoretisch einfach dorthin gehen und sagen, ich trainiere jetzt heute mit den Command. Die werden doch nur das durchziehen. Anstand nicht sagen, nein, das geht nicht, weil ich von so weit dorthin hergekommen bin und schlussendlich sind das ja auch keine Profis. Und dann müsste ich halt einfach in diesem Training alles geben und alles zeigen, was ich kann. Und wer weiß, vielleicht wird mir dann ein 200.000 Euro Vertrag angeboten. Da gibt's aber noch ein sehr großes Hindernis. Und zwar habe ich in beiden Füßen beide Bänder gerissen und mein rechtes Innenband ist auch nicht gerade in Topform. Und die Vernunft, die setzt halt erst ein, wenn's hart auf hart kommt und die sagt, dass ich definitiv nicht geeignet bin für Profifußball. Aber scheiß auf die Vernunft. Ich habe gerade einfach nochmals eine Nachricht von diesem Second Division Club bekommen und dieses Mal ist es eine richtige Einladung. Ich würde mal sagen, Al-Tukba, wir sehen uns im Probetraining. Salam. Alter Junge, was ein Macher. Also, es war leider so ein bisschen Cliffhanger, aber war schon sehr spannend zu sehen, war ein cooler Aufbau, sympathischer Dude, nimmt sich nicht selbst ganz so ernst, vor allem was seine Schusstechnik angeht, aber also fand ich jetzt schon ziemlich unterhaltsam. Wenn ihr Bock habt, dass wir uns den nächsten Part anschauen, wo er dann wirklich die Reise macht zu diesem Club, lasst gerne Feedback unten in den Kommentaren da und wir sehen uns dann auf jeden Fall im nächsten Video.